Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video stelle ich dir die Schumann Frequency vor. Aber nicht nur die Schumann Frequency, sondern ich werde auch einige Studien eingehen und dir einfach zeigen, wie wichtig es ist, sich konstant mit der Erdresonanz zu verbinden. In diesem Video möchte ich dir nicht nur die Schumann-Frequenz vorstellen, sondern dir einfach auch zeigen, wie wichtig es ist, sich regelmäßig mit der Erdresonanz zu verbinden. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal von der Schumann-Frequenz gehört habe, dachte ich mir das so, das ist so ein esoterisches Blablabla. Aber als ich mich dann wirklich als Datenforensiker mich eingelesen habe in das Thema Schumann-Frequenz, kam ich erst drauf, was da eigentlich abgeht mit dieser Frequenz und wie wichtig diese Frequenz ist. Und da gibt es so viele Studien drüber und die NASA arbeitet damit und so weiter. Hast du zum Beispiel gewusst, dass die ganzen Astronauten regelmäßig die Schumann-Frequenz hören, weil sonst würden die gewaltige Probleme kriegen im All. Ja? Da gibt es viele Studien drüber und damit wird primär gearbeitet. Ja? Aber ich werde dir gleich was dazu erzählen. Ja? Und ich komme auch gleich zu der Frequenz, warum sie genauso aufgebaut ist. Ja. Vor über 7 Jahren ist halt beobachtet worden, dass es in so einen Wandel gab, dass da irgendwas passiert. Ja. Und da gibt es einen Physiker in der Universität München, das war der Herr Schumann, und der hat eben herausgefunden durch viele, also er war so in der Elektrizitätslehre. Ich habe hier auf dem Bildschirm meinen ganzen Schummler und da gehe ich das Ganze einfach ab. Und der hat halt in der Elektrizitätslehre gearbeitet und hat den Hohlraumresonatoren damit gearbeitet. Ja. Das war 1952, ja, und der hat die Schumann-Frequenz sozusagen herausgefunden. Dabei ging es speziell um den Hohlraum, der zwischen der Ionosphäre und der Erdoberfläche existiert. Und da hat er halt diese 7,83 Frequenz errechnet. Ja. Und ich will jetzt da gar nicht zu viel drauf eingehen, sondern viel zu interessanten Studien kommen. Und zwar, er hat das dann veröffentlicht, dass es da halt, dass es immer auch mathematisch gesehen diese Frequenz in so eine Grenze gibt und da muss irgendwas passieren. Ja. Und da hat er gesehen, dass das biologisches, er bezeichnet das als ein biologisches Normal. Wenn diese Frequenz gespielt wird. Das heißt, alles, was in dieser Frequenz ist, ist normal und gesund. Ja. Und alles, was daneben oder drunter drüber ist, ist Panik, Angst, Stress oder Bewusstlosigkeit, so nach dem Motto. Ne. Und dann haben andere Wissenschaftler sich hingesetzt und gesagt, okay, was hat der da veröffentlicht? Und die haben das alles als Humbug gesehen und dann haben die angefangen, damit zu arbeiten. Ja. Und dann wurde es interessant und haben selber damit Studien durchgeführt. Ja. Und dann hat die NASA auch angefangen, und zwar der Michael A. Persinger hat angefangen, Forschungen durchzuführen. Und die haben festgestellt, dass bei den ganzen Raumflügen die Astronauten erhebliche psychologische Probleme zeigten, die nur behoben werden konnten, nachdem man sie einen Schumann-Wellengenerator im Raumschiff installierte. Und das Interessante war, dass die Mir, also die russische Raumstation, deswegen die Raumsonden erst machen konnte, weil die ganzen Kosmonauten hatten irrsinnige Probleme und da hat sich keiner mehr getraut, ins All zu fliegen. Ja? Das war ein ganz interessanter Versuch. Dann hat der deutsche Wissenschaftler Rüdiger Wefer von Max-Planck-Institut in Erding, der hat Versuche gemacht mit Freiwilligen, die sich ein ganzes Monat lang eingesperrt haben in einen Bunker und die haben riesengroße Probleme gezeigt, und zwar an den zirkadularen Rhythmen. Das bedeutet, die innere Uhr wurde deutlich gestört, Schlaf-Wach-Rhythmus, der Tagesablauf war falsch, Körpertemperatur, Cortisonspiegel, Blut deutlich destabilisiert, man bemerkte Veränderungen, Benommenheit, Kopfschmerzen, Pulsfrequenz, Atem, dann hat der
O'Keefe und Al Nadel Forschungen durchgeführt an diesen, und die haben den Menschen dann die Schumann-Frequenz reingespielt. Und dann sind alle Symptome von allen verschwunden. Das war ganz interessant, ja. Und in der Gehirnforschung hat man gesehen, dass im Zwischenhirn beim Kortex, bei der Gehirnrinde, dass sich dort eine Einheit bildet und dass die Frequenzen im Thalamus variieren, so um 7,83 Hertz. Also ganz interessant, ja. Also dass in unserem Gehirn die Frequenzen sich dort in dieser Zone bewegen, ja. Und dass die Informationsfelder im Thalamus jeweils eine Kopie vom Thalamus darstellen, ja. Also zwischen Hippocampus und Thalamus, ja. Und dann gehen wir zum nächsten Forschung. Das sieht man auch im EEG, dass die Grenze zwischen Alpha und Theta, dass dort auch genau die Schumann-Frequenz so eine Brücke darstellt, ja. Also zwischen Wach- und Schlafgrenze. Also ganz interessante Zusammenhänge, hängende Erkenntnisse. Und dann habe ich noch eine Studie hier. Es gibt extrem viele Studien. Ich habe auf meinem Shop bei der Schumann-Frequenz unten das Ganze zusammengefasst und die ganzen Studien auch zusammengetragen zu dem Thema. Es gibt auch sogar viele wissenschaftliche Psi-Forschungen von Dr. Andrea Purahi, ein Arzt, der mit Parapsychologie gearbeitet hat, und der hat auch viele Erkenntnisse rausgefunden. Ja. Dann zu dem Thema, aber da will ich jetzt nicht direkt darauf eingehen. Dann ein anderer Wissenschaftler, ich schau mal kurz, wer das genau war. Zwar hier ist diese Studie. Also gerade eine Doppelblindstudie im Hygieneinstitut Graz. Das ist eine andere Studie. Und zwar, die haben rausgefunden, es sind so viele Studien hier, unglaublich, die haben auf jeden Fall rausgefunden, die haben Mäuse isoliert in so ein Magnetfeld, also geschütztes Magnetfeld, isoliert von Tageslicht und Co. Und die Mäuse wurden alle nach der Reihe krank, haben die Haare verloren, wurden komplett, man könnte das sagen, psychisch krank, haben sich benommen gefühlt und sind alle nach der Reihe gestorben. Und dann haben sie in derselben Situation diese Frequenz den Mäusen reingespielt, also eine Doppelblindstudie mit, also einmal die Mäuse isoliert und eine andere Gruppe mit Mäusen, die genauso isoliert waren wie die andere Gruppe. Und nur der Unterschied war, bei dieser Gruppe haben sie den Mäusen die Schumann-Frequenz reingespielt, und diese Mäuse hatten überhaupt keine Symptome, kein Haarverlust, kein Benommensein, gar nichts. Die waren komplett gesund und haben sich gut gefühlt wie gehabt, ja. Und da sieht man, dass diese Frequenz nicht nur auf die Tiere eine maßgebliche Auswirkung hat, sondern auch dieselben Studien wurden bei Menschen durchgeführt, auch im Bezug, auch bei der Klartraumforschung gibt es auch sehr viele Erkenntnisse. Sogar an 14 Universitäten wurden, sogar bei der US Navy und Air Force wird damit geforscht und gearbeitet. Und die University of Alaska, also ganz, ganz interessant, wie wichtig die Schumann-Frequenz ist. Und ich persönlich habe sie gar nicht damals so als wichtig erachtet. Ich habe da schon gewusst, was sie macht, aber ich dachte mir so, das ist so spiritueller Humbug, ja. Und jetzt, als ich das abgedatet habe auf die MDR-Frequenz, dachte ich mir so, okay, hau dich mal in die ganzen Studien rein. Und da habe ich erst gesehen, wie krass diese Frequenz wirkt. Und deswegen habe ich als allererstes mal neben den ganzen Schumann-Frequenzen, Solfeggio-Frequenzen, die Schumann-Frequenz als nächstes abgedatet, weil ich mir dachte, wenn diese Studien so krasse Dinge zeigen, dann möchte ich das sofort mit der MDR bauen. Ja? Und dazu habe ich dann diese Frequenz komplett abgedatet. Und zwar, man sieht hier, das ist so der Verlauf, das sind 60 Minuten von der neuen Frequenz, von der Solfeggio, von der Schumann-Frequenz. Und das ist sozusagen, ich habe sie selber jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal gehört, und ich kann dir einen massiven Unterschied im Bewusstsein zeigen, also wahrnehmen, also von Klarheit, Tiefenmeditation, wenn man meditiert. Also man hat nach der Frequenz, wenn man sich gehört hat, eine komplette Klarheit im Kopf, irgendwie so eine Reinheit, in so ein, wie ein Erleuchtungszustand, so, wow. Auf einmal alles clear, alles ist rein. Es gibt nichts mehr, worüber man nachdenken muss, weil alles einfach erledigt ist, so nach dem Motto. Also komplett connected, könnte man sagen. Das ist sehr, sehr interessante, eine sehr interessante Erkenntnis, ja. Und ab jetzt werde ich sie täglich hören, weil es so wichtig ist, weil ich sofort nach ein, zwei, dreimal hören, einen Riesenunterschied im Bewusstsein, im täglichen Bewusstsein gemerkt habe, auch im Gesundheitsverlauf. Man fühlt sich gesund und diese ganzen Dinge, also
nicht nur bewusstseinstechnisch, lest einfach den Artikel durch, den ich im Shop habe bei der Frequenz. Da wirst du einfach zu den ganzen Studien verwiesen und da habe ich auch die Essenz von der Studie drauf. Auf jeden Fall, wie läuft diese Frequenz ab? Auf der einen Seite haben wir hier also drei Phasen bei der Frequenz. Einmal hier diese Phase. In dieser Phase ist eine Dissoziation, das heißt im Parietallappen im Gehirn, der ist hier rechts oben, gibt es einen Bereich, der nennt sich Boltzmann Areal 39. Und dieser wird durch diese 3D-Dissoziation, das ist übrigens der Grund, warum ich die MDR-Technologie gemacht habe, nicht weil es einfach sich so cool anhört, sondern weil durch diese Bewegungen eine Dissoziation entsteht. Das wird für ADHS-Patienten für Therapien verwendet, damit man nicht mehr so viel denkt, damit man in eine Klarheit, in einen leeren Raum kommt. Ja. Und deswegen auch die MDR-Frequenz, dass die ganzen Sachen sich bewegen. Und deswegen schaltet man ab und die Frequenz, die im Hintergrund läuft, wirkt stärker. Das sieht man im EEG. Ich habe dazu auch ein eigenes Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, wo ich zeige, wie die MDR-Frequenz im Gehirn wirkt, wie schnell, wie man innerhalb von ein paar Minuten, wie die Frequenz sofort einschießt. Wenn man die MDR-Frequenz nicht hat und die Bewegungen nicht da sind, dann denkt man halt nach und hier und da und dann hat man alle möglichen Wellen, Beta, Gamma und Alpha, Theta und da ist alles im Gehirn in Bewegung. Durcheinander, bewegt sich aber alles mit MDR, dann fokussiert man sich von wo kommt das nächste Geräusch her und wie und konzentriert sich nicht mehr auf die Gedanken und dadurch verschwinden alle Alpha-Wellen, alle Gamma-Wellen und so und die Frequenz, die dann im Hintergrund läuft, wirkt einfach viel intensiver, weil man sich ja nur noch darauf fokussiert, von wo kommt jetzt was. Ja? Und drum ist hier in dieser ersten Phase ein Gewitter, also das hier ist eine Regenspur, also eigentlich drei Regenspuren. Und hier ist in der ersten Phase, das sind so ungefähr 16 Minuten Regen mit Gewitter und Donner in 3D mit Bewegung und Co., dass einfach in dieser Phase man sehr stark dissoziiert wird, dass dieser Boltzmann-Areal-Lappen getriggert wird und dass dann die Frequenz ab hier viel intensiver wirkt. Ja? Dann kommen wir in die zweite Phase und diese Phase wird immer lang. Ich zeige dir mal hier kurz, wenn ich die Animationen einblende, Animationen anzeigen. Da siehst du jetzt hier die ganzen Animationsspuren, horizontal und so weiter. Und für jede Spur gibt es eigene Animationen. Man sieht sie jetzt nicht ganz im Detail, aber ich nehme mal die Kamera und zoome hier ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, man sieht es besser. Und so, das sind halt die verschiedenen Animationsspuren und Bewegungen, die da im Hintergrund ablaufen. So, dann wieder zurück hier. Und so. Und dann kommt hier diese zweite Phase. Ich blende hier mal die Animation wieder aus, wegen der Verwirrung halber. Ausblenden. So, also diese Phase, hier wird man sehr stark dissoziiert und man fängt mit der Frequenz an, man denkt sich so, boah, jetzt geht's voll los und so. Dann wird's hier, dann hört der Donner auf, dann ist nur noch ein leichter Regen und eine leichte 3D-Musik, die immer leiser wird und immer abflacht. Man sieht schon, diese 3D-Sphäre hört hier auf. Die hört hier auf und die nächste hört dann hier auf. Und dann kommt am Schluss in dieser Phase nur noch Regen. Ja? Ganz entspannter Regen, sehr leicht und sehr smooth. Und diese Frequenz holt dich am Anfang ab, dissoziiert dich voll und bringt dich in eine Entspannung rein. Und dann in eine noch tiefere Entspannung. Und im Hintergrund läuft dann die Schumann-Frequenz. Und hier siehst du oben die Schumann-Frequenz, die erste und hier eine zweite Frequenzspur. Das ist die 7,83 Hertz. Und das ist die aktuelle Erdresonanz. Das heißt, wenn du Silber- und Goldmember bist, ich date diese Frequenz regelmäßig ab und passe diese zweite Frequenzspur immer an die aktuelle Schumann-Resonanz an. Ja? Weil die Resonanz ändert sich, das ist so die Grund-Schumann-Resonanz und hier die aktuelle, ja, und das heißt, ich date die immer wieder ab auf die aktuelle Schumann-Resonanz, das ist ganz wichtig, ja, das heißt, diese Frequenz holt dich ab, dissoziiert dich, hier fängt die Frequenz so richtig zu wirken an und hier hört dann das restliche 3D auf und dann bist du nur noch hier in dieser vollen Entspannung und die Frequenz wirkt dann so richtig tief, ja, und du wirst es merken, wenn du einmal das komplett durchgehört hast, wirst du merken, boah, danach, du bist in einem anderen Bewusstseinszustand. Ja.
Das ist heute veröffentlicht worden im MDR. Also viel Spaß mit dieser Frequenz. Das wollte ich mit dir in diesem Video teilen. Und lest dir auf jeden Fall im Shop unter dem Demo den Artikel dazu durch, wo ich halt die ganzen Studien und alles, was die Schumann-Frequenz macht, komplett im Detail erkläre. Ich mache vielleicht ein eigenes Video, wo ich noch viel intensiver auf das Thema Schumann-Frequenz eingehe. Und das veröffentliche ich dann auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Also, ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit der Schumann-Frequenz. Ciao.